Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Staffel 6 Barfuß. Ihr seht mich heute ausnahmsweise mal, da wir im Creative Sim sind und es auch nicht um Storytelling geht und um eine Challenge, die mein Gesicht erfordert, wird es heute was Besonderes. Und zwar mache ich die Blind Challenge, ja, den letzten Sim, den wir noch erstellen wollen für unser Forscherteam. Der wird blind erstellt. Blind heißt, ich klicke jeden Regler, den man bewegen kann, an und bewege diesen Regler und halte mir dabei dann die Augen zu. Das bedeutet, ich weiß dann irgendwann nicht mehr, was ich da eigentlich tue. Die Klamotten und ja, so ein paar Farben, die ein bisschen abgestimmt sein müssen, weil sonst ist es super unrealistisch, die gestalte ich einfach, ohne meine Brille zu tragen. Und da ich -4 habe und eine massive Hornhautverkrümmung, sehe ich ohne Brille auch mehr oder weniger nichts. Könnte ich auch einfach die Brille ausziehen, aber ich sehe noch genug, dass ich wüsste, was ich mit einem Regler mache. Bei den Klamotten wird es ein bisschen schwieriger, weil ich dann erstmal so, hä, was mache ich da eigentlich? Aber sind wir ganz ehrlich, wenn ich Klamotten auswähle, ist das sowieso immer eine Challenge, vor allen Dingen für euch, weil ihr das ertragen müsst. Ja, mein Geschmack ist was ganz Besonderes. Ich habe uns jetzt hier schon ein Blanko-Sim erstellt. Ja, ich möchte jetzt gerne eine Frau einfach. Vielleicht ist das schon eine etwas ältere Studentin, also eine Keely Ray, Erwachsene. Und ja, ich gehe jetzt schon mal an dünner und dicker Regler. Ich nehme mal schon mal meine Brille ab, weil das sonst einfach nur nervig wird. Und habe jetzt hier diesen Regler und mache hier meine Augen zu. Ich kann halt überhaupt nicht sagen, wo ich jetzt bin, ne? Ah! Ja, bist du ganz muskulös gemacht? Kann ja sein. Dann nehmen wir den Schwabbelfinder. Gott, ich weiß halt auch jetzt nicht mehr, ob ich schon... Also da würde ich sie ganz... Ich glaube hier ganz... Oh Gott. Losgelassen. Oh nein! Ich dachte, die geht noch weiter hoch! Wenn ich... Ich dachte, wenn ich jetzt hier so... Aber ich muss über dem... Habt die Orientierung verloren? Die hat zero Fettanteil in ihrem Körper. Alles klar, das wollte ich so nicht. Okay, Schultern. Konnte man ja nicht viel mal. Man konnte die zusammenquetschen. Und dann war das irgendwie... Ja, sie ist ein bisschen zusammengequetscht. Brüste! Gott. Ich weiß nicht, wie empfinde ich meine Maus ist, ohne dass ich was sehe. Sie sind ein bisschen größer geworden, glaube ich. Ja, kommt hin, ne? Kommt hin. Hm, Oberarme. Hm. Aha, ja, sie freute sich über irgendwas. Ich weiß nicht, was das dann bedeuten soll. Ist was passiert? Habt ihr was gesehen? Ist was Schlimmes passiert? Nein. Okay, hier gibt es ja noch Taille. Keine Taille. Oh Gott, das wird so witzig, wenn die keine Taille hat. Oh, das war ein bisschen viel. Na gut. Okay, jetzt die Hüften. Oh Gott, ich habe Angst vor den Hüften so. Breite Hüftenblues. Wow, wow. Breite Hüftenblues. Breite Hüften. Die bin ich zu breit. Ich habe keine... Oh Gott, ich traue mich nicht. Ah, geht. Ist in Ordnung. Ah, Oberschenkel. Hat sie nicht viel getan? Okay, das ist in Ordnung. Okay, okay. Was passiert mit den Unterdingern? Die sind, okay, das wäre jetzt ganz... Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, in welche Richtung habe ich... Okay, es ist alles in Ordnung. Handgröße gegen Handgröße? Nee, nur die Unterarmgröße. Okay. Irgendwas ist passiert. Fußgröße geht aber. Okay, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier größer wird oder das dann kleiner wird. Oh, die sind recht klein geworden. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass die voll groß mache. Oh ja, gut. Also doch, die Waden sind doch schon ganz schön ordentlich, ne? Booty! Booty time! Booty, booty, booty. Hat sie Booty? Hat sie keinen Booty? Hat sie Booty? Hat sie keinen Booty? Booty, 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 booty. Oh, damn, girl! That's a booty! Okay. Mhm, mhm. Busted or not busted? To bust or not to bust? Tobaskus! War das nicht mein YouTuber? Tobaskus war ein YouTuber. Naja, genau, ich erinnere mich noch daran. Ich glaube, der hatte dann irgendwie einen Skandal an der Backe und dann war alles vorbei. Ja, ist ein bisschen seltsamer Körperbau, finde ich jetzt, aber okay. Okay, das mit dem Hals wird jetzt auch nochmal so ein bisschen... Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung jetzt was passiert. Oh, das ist ganz dünn. Das sieht bestimmt komisch. Ein bisschen... Oh, ihr Hals bricht ab. Da kann ich gar nicht hingucken. Ey, gut, dass ich nichts sehe ohne Brille. Also ich sehe es schon, aber nicht so detailliert, wobei meine Augen sich gerade anfangen, auf den Bildschirm einzustellen. So blind bin ich ja auch nicht, ne? Man soll ja am Tag ab und an mal die Brille absetzen, damit die Augen nicht komplett müde und trüb werden. Das Gesicht, okay.
Ach, wie gehe ich denn jetzt davor? Wie gehe ich denn jetzt davor? Wie mache ich das denn jetzt? Hier will ich ja nichts anklicken, aber hier wäre ganz spannend. Bitte nichts Buntes. Nailed it! Das ist zu unrealistisch fürs Let's Play. Es tut mir leid. Das passt einfach nicht. Das ist in Ordnung. Wir können nicht jemand roten durchs Let's Play laufen lassen. Also ich meine, das geht nicht. Okay, aber hier wird jetzt irgendwas angeklickt und dann muss ich daraus was nehmen. Also ich muss nur einfach davon was nehmen. Was habe ich angeklickt? Dieses Skin-Overlay habe ich angeklickt. Achso, da habe ich ja sowieso nur die Chance, das oder das zu nehmen. Na, dann nehmen wir das Skin-Overlay. Wenn das Spiel das sagt, dass wir das nehmen sollen. Gut, das ist hier vielleicht ein bisschen unnötig. Ich will sie nicht so übermäßig, überstrapaziert gestaltet haben. Ja, das passt, das passt, das passt, das passt. Haare. Okay. Okay. Bin ich über den Haaren? Ist was passiert? Ich sehe jetzt nur noch ihren Kopf. Bin ich mit der Maus? Oh, ich bin da oben. Okay. Moment. Weiter runter. Habe ich was angeklickt? Ja, ich habe was angeklickt. Und jetzt noch die Farbe. Oh, das waren Haare. Never mind. Okay. Yes. Naja, also die andere Haarfrisur hat mir besser gefallen, aber Girl, go for it. Ich meine, wir können ja auch einen Hut aufsetzen, aber hier ist einfach die Chance zu hoch, dass wir irgendwas Goofy-mäßiges haben. Deswegen gehen wir jetzt bei den Ohrringen nochmal durch. Und bei den Ohrringen, das finde ich schön. Zack. Ja, jetzt darf ich mir da wenigstens eine Farbe aussuchen, bitte. Wir bleiben mal bei den grünen Augen, damit ich da einfach eine Konstante habe und mitarbeiten kann. Brille? Ist sie der Typ für eine Brille? Wenn ich daneben klicke, dann nicht. Wenn ich auf eine Brille klicke, dann ist sie ein Typ für die Brille. Sie ist offensichtlich ein Typ für eine Brille. Haben wir da farblich was Passendes? Also ich darf die Sachen farblich gestalten. Ne? Sonst, ich will, das muss ja ins Let's Play passen. Wir können ja jetzt nicht so einen komplett übertriebenen Charakter haben. Wir sollen ja schon was draus machen. Ich sehe einen Typ. Also, eine Frau. Also ich sehe den Typ, den Style dieser Person. Okay. Gott, ich kann nicht näher ranzoomen. Ich habe das Bedürfnis, meine Brille aufzusetzen, weil die gibt so ein bisschen Lupe. Der Bildschirm ist so gigantisch groß ohne Brille. Oh mein Gott, sieht die Welt ohne Brille riesig aus. Oh mein Gott, ist der Monitor gigantisch. Ja, Brillenträger haben... Ich habe alles, sieht kleiner aus mit Brille. Das ist voll komisch. Ich sehe auch kürzer aus mit Brille. Ich kann ohne Brille keine Treppe mehr laufen, weil dann wird mir instant schwindelig. Hm, ja, Augenbrauen. Okay. Da hat sie ja nochmal Glück gehabt. Das ist so ein bisschen Styler, aber das kann man so machen. Hat sich nicht viel getan. Da kann ich ja auch nur so machen. Hat sich nicht... Oh mein Gott. What have I done? I created a monster. Wo kann man denn jetzt... Ich muss die Brille, glaube ich... Ich befürchte, ich muss die Brille nochmal wegmachen, damit ich an die Augen oder alles rankomme. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich passt das schon so, oder? Ich muss die Brille nochmal wegmachen. Wir machen die später wieder dran. Weil ich muss ja hier an diesem Bereich. Zack, zack. Weiß ich nicht mehr, was... Ja, ist in Ordnung. Hat sich nicht verändert. Das ist völlig okay. Was mache ich hier? Achso, das ist das obere Augenlid. Ich wollte eigentlich die Augen allgemein haben. Ja, genau. Danke. Ja, die sind jetzt weiter oben, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, das kann man ja an. Oh Gott. Ich habe Angst loszulassen, Leute. Ach, naja, das ist okay. Okay, die Nasenflügel ist ja so ein bisschen boring. Und die Nasenspitze ist halt auch mehr so. Da weiß ich, dass ich sie eingedrückt haben will. Da muss ich nicht. Ich darf ja. Ich soll ja nicht zufallsgeneriert sein, ne? Das soll ja. So, okay. Das soll ja schon. Ich darf ja schon ein bisschen taktisch daran gehen. Wie zum Beispiel hier weiß ich, dass es ganz zusammengezogen viel besser aussieht. Und die Nase zum Beispiel allgemein, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, weiß ich, dass ich sie weiter oben haben will. Ich weiß noch nicht, wie viel weiter oben. Okay, das ist ganz weit. Oh nein, jetzt weiß ich halt nicht, wie weit oben die dann ist. Aber das ist besser. Das ist in Ordnung.
Der Mund, wie weit geht der? Okay, oh nein. Oh, da kann ich ja richtig Mist anstellen. Oh mein Gott. Oh Gott, das ganze Gesicht geht ja auch noch. Oh, tu mir das nicht an. Oh Gott. Oh, ich hab Angst. Ich hab losgelassen. Das ist sonst. Oh, shit. Ist nicht viel passiert, glaube ich. Die kann man auch noch bewegen. Es ist ein bisschen pausbackiger. Sie sieht süß aus. Noch sieht sie süß aus. Wobei den Augen, da bin ich jetzt mal, da bin ich jetzt hier mal voll. Da machen wir jetzt mal random Augen, okay? Ah, die du, die du, 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 du. Ich hab was angeklickt? Oh, interessante Augen, okay. Groß, klein, groß, klein, groß, klein, klein, groß. Oh Gott, welche Richtung war jetzt? Das war ganz groß, ne? Und dann ist das kleiner. Könnte auch ein Alien geworden sein. Damit sie noch ein bisschen realistisch aussieht, muss ich das hier ohne Challenge machen. Also ihre Augen ein bisschen verändern, damit das halt, damit sie nicht zu unmenschlich aussieht. Also damit sie diesen, den menschlichen Touch bekommt. Versuche ich jetzt einfach noch so ein bisschen was zu tweaken, damit es nicht zu Alien wird. Sie war mal so hübsch. Was habe ich getan? Gib ihr die Brille wieder zurück. Wo war die Brille? Oh Mann, jetzt muss ich die Ohrringe auch wieder geben. Das waren. Welche Ohrringe waren dann das? Ich bin's doch halt blind. Die weiß ja nicht. Die sind jetzt die dunklen da. Und den haben wir das mit denen. Die waren den. Die da, dies, da waren die da. Genau. Aber es ist doch. Ja, ist ein interessanter Charakter so, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich kann den ganzen Kopf noch bewegen. Gut, die Ohren sehen wir jetzt eh nicht. Nase, Mund. Hier bei den Lippen kann ich noch ein bisschen was machen. Oh oh. Ich habe vor meinen Augen was passiert. Aber in der Realität ist es ja dann doch nicht so. Okay, doch, es ist zusammengezogen worden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hier ein bisschen hoch, hier ein bisschen enger. Fast. Fast. Geht ja nicht darum, in der Blind Challenge das komplett random zu machen. Da kannst du ja auch random einfach irgendwo dran ziehen, sondern auch so ein bisschen Gefühl dafür zu haben. War vielleicht ein bisschen zu wild teilweise mit meinem Gefühl. Sieht komisch aus, der Skin, ne? Der Skin sieht übelst komisch aus. Dann ziehen wir hier unbedingt was an. Aber sie ist echt ein interessanter Charakter. Komm, Katze, du kuschelst jetzt mit meiner Hand. So, während ich jetzt versuche, dass die. Wenn ich jetzt versuche, dass die Katze mit meiner Hand kuschelt und nicht mit meinem Mikrofon, machen wir hier mal weiter. Make-up. Oh, random Make-up. Okay, da muss ich so machen. Ihr seht, ich habe meine Augen zu. Ich habe meine Augen zu. Was angeklickt? Mayday. Guck ich mal, was ich hier finde. Katzenhaare? Nichts angeklickt. Habe ich was angeklickt? Nein, ich habe es weggeklickt. Kacke. Let's try again. Jetzt habe ich was angeklickt. Okay, alles klar. Was habe ich da angeklickt? Oh, das Langweiligste. Okay, der Rouge. Der Rouge. Also damit wir jetzt nicht irgendwie was Zufälliges haben, sondern dass ich mit dem Drag Queen Look weitermachen kann, muss ich jetzt selber was wählen. Sonst kriegen wir diesen Drama Drake Queen Look nicht hin, den ich jetzt ein bisschen umsetzen möchte, weil ich. I see this. I see this look. I can feel it. It's a little bit over the top. Ja, und das kann ich jetzt nicht mehr dem Zufall überlassen. Wir wollen es ja, dass es ein Charakter fürs Let's Play ist. Da muss man sich schon ein bisschen. Das müsste mega übergemalt sein. Ich lasse mich quasi inspirieren. Wow. Ich lasse mich inspirieren. Durch meine eigenen Zufallsschöpfungen. Ist hier noch ein bisschen Make-up oben drüber? Yeah! Damn, girl! Wow! Sheesh! So. Brillenfreikleidung auswählen. Was sehe ich denn bei der? Achso, wir müssen ja ihr auch die Dschungelklamotten geben, Alter. Die geht so in den Dschungel. Auf die werden die morgens immer warten müssen. Muster Outdoor-Leben und Dschungelabenteuer, da ist es. Die werden morgens auf sie immer warten müssen. Immer. Definitiv. Alter, trägt ihr hier sowas? Boah, das trägt doch keiner freiwillig. Oh ja.
Oh ja, das sehe ich. Den Look sehe ich. Wirklich. Wow. Also ich sehe es nicht, weil ich ohne Brille nichts sehe. Aber ich hoffe zumindest, dass es so aussieht, wie ich das Gefühl habe, dass es aussieht. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich es irgendwie hinkriege. Können wir ihr Leggings verpassen? Alter, trägt die so Socken. Oh, Alter, ist ja widerlich. Komm, dann verpassen wir ihr aber... Ich hätte gerne so richtig so... Ja, sowas, genau. Solche Leggings hätte ich gerne. Ich dachte irgendwie noch das in dem Orange-Rot. Ich sehe kein Orange-Rot. Die kleinen Farbdinger zu sehen, ist tatsächlich schwierig. Hochhackige Schuhe trägst du nicht für ein Dschungelmädel. Boah, das sieht super komisch aus. Nein. Dann die da, aber in Dunkel. Sehr grauenvoll. Es sieht von hier aus schrecklich aus. Ist es auch so schrecklich für euch? Von hier aus sieht es grauenvoll aus. Ich kann nicht erkennen, ob das blau ist. Mhm. So, da... Nailed it? Das ist definitiv nicht dein Abendoutfit. Dann nehmen wir mal gerade ein bisschen was Vorgefertigtes, was schon mal übelst das Heuschrecken-Make-up mit sich bringt. Moment. Ich hab's angeklickt. Mm. Damn, girl. We like this. Colorful. So colorful. Und da mache ich jetzt Matching. Wow. Mm. Und jetzt der Lippenstift. Jetzt muss wieder so einer sein, der so ein bisschen übermalt. Ich brauche wirklich einen so einen ganz krassen, dass du denkst, so, what, Mädchen. So nicht. Mann, warum kann ich denn da nicht weiter runter? Das ist doch doof. Moment, ich hab's gleich. Ach, ich muss die Katze. Ah. Hier. So, jetzt kann ich ja weiter runter. Wow. Wow. Sie denn Kontaktlinsen trägt? Mhm, ja. Stimmt, ihre Augenfarbe haben wir noch gar nicht angepasst. Moment. So in dunkler? Damit sieht sie braver aus. Da habe ich nicht mehr so viel Angst vor ihr, muss ich gestehen. So macht sie mir nicht mehr so viel Angst. Okay, Girl. Du bekommst jetzt noch Klamotten... Sexy Weihnachtsmann-Outfit. Ah, da freut sie sich auch. Ich nicht so, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, in sowas kann ich mir die Dame auch gut vorstellen. Das muss ich jetzt gestehen. Aber das ist so als Abendgarderobe. Hier, die braucht doch so Femme Fatale-mäßig. Ja, sowas total extravagantes und knallrot. Ja, Hallöchen. Sport. Können wir da bitte was Vorgefertigtes nehmen, damit ich es nicht ganz so grauenvoll mache? Das ist schon schlimm genug, das ist super. Ihre Nachtklamotten. Nö. Die geht im Dschungel alle auf den Nerven, weil sie sogar, wenn sie aus dem Zelt kommt, das da trägt. Oh, und dann hat die ganz lange flache Haare, weil die muss sich die Haare jeden Morgen machen. Alter, die warten dann ewig und 3000 Jahre auf sie. Die hat ganz lange normale Haare. Was für ein anderer Typ sie wird, nur weil sie diese Lockenkrause da hat. Ja, Dizzy. Nee, Dizzy ist kein Outfit für dich, Mädel. Na, was denn das? Die Brasse was sehr extravagantes. Wo du so denkst, warum hat's das angezogen? Und wie hat's die so aus dem Haus gelassen? Das denkt sich Franz natürlich auch immer, wenn er sieht, was ich anziehe und wie ich damit aus dem Haus gehe. Aber ja, das ist eins andere Geschichte. Okay, wo ist die Brille? Die Brille, Brille, Brille. Gib mir die Brille. Brauchst du ja auch für den Sport, sonst passt das doch nicht. Sehr gut. Aua, das geht ja voll in die Augen rein. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Wir haben ihr Abendoutfit nicht. Da geht sie ohne. Das ist in Ordnung. Sport und bla, das ist alles unwichtig. Hier brauche ich jetzt nochmal Make-up. Hier lasse ich mal den Zukunftsfall wieder entscheiden. Was habe ich angeklickt? Habe ich was angeklickt? Ich habe nichts angeklickt. Ach, Mist. Habe ich was angeklickt? Wow. Alles klar. Da hat sich gedacht, hey, da habe ich so krasse Bögen. Die Bögen male ich mir auch auf die Augen. In etwa meine Make-up-Skills in a nutshell. If you can tell. Okay, da ist nicht mehr wirklich mehr. Also ich benutze Wimperntusche und Lippenstift. Wimperntusche und Lippenstift sind meine besten Freunde. Aber da brauchen wir jetzt auch wieder so... Alles hat seine Grenzen. Ich habe meine damit erreicht. Okay. Das sieht komisch aus. Das auch. Das sieht erst recht komisch aus. Dann doch lieber hier so ein bisschen die übermalte Look. Die dunklen stehen hier. Das kann sie tragen.
So, dann hier wieder ein bisschen Make-up drüber. Ihr Schwimmoutfit. Ja. Ne? Nö. Ja. Doch, in Rot. Jawohl. Trägt sie. Sie stopft sich die Haare unter einen Hut. Es geht ja auch noch. Oh, wie das aussieht. Yikes. Nicht ganz die Farbe, die ich jetzt vorgesehen hatte dafür. Das ist so ein bisschen Strohhut-like. Dann machen wir das auch passend farblich dazu. Vielleicht ein Dunkel? Ja, sehr gut. Okay. Oh, das ist ihr Sommeroutfit. Das gefällt mir sogar ganz gut. Hat sie da Socken an? Nein. Ich hatte gerade eben für einen Moment das Gefühl, sie hätte Socken an. Das gefällt mir ganz gut. Nur das Make-up muss natürlich wieder zerstört werden. Oh, Alter, das ist einfach nicht. Ah, Moment, das muss ja hier. Heißes Wetter muss raus, okay. Oh Gott. Ich habe was angeklickt. Ah, was Normales. Wow, das geht ja auch. Schön. Dafür muss ich jetzt hier was zufällig anklicken. Habe ich was angeklickt? Habe ich jetzt was angeklickt? Nein, was tue ich denn? Wieso klicke ich denn nichts an? Schluck auf. Genau, von allen klicke ich ausgerechnet auf den. Dann ist das jetzt ihr Look für den Sommer. Das ist Verlaufen nennt sich der. Dieser Look nennt sich Verlaufen. Das ist ein, auch metaphorisch für, man hat sich selbst verlaufen, verrannt im Leben, in der Gestaltung. Mir fällt nichts weiter ein. Hier noch weitere Gründe dafür, dass ich das so gemacht habe, einfügen. Und, oh ja, das perfekte Sommer-Make-up. Nee, da trägt sie auch noch Make-up oben drüber. Das macht das Ganze ein bisschen flawless. Und man will ja gerne einen flawless Finish haben, habe ich zumindest in diesen Make-up-Tutorials gehört. Auch wenn ich immer noch nicht so genau weiß, was das bedeutet und es mir eigentlich auch egal ist. Ich gucke Make-up-Tutorials, weil man so viel lernt zum Malen und Zeichnen. Weil man so ein Gesicht so direkt studieren kann. Ux, das Winteroutfit. Da bin ich ja echt geneigt, hier eins von den Standarddingern zu nehmen, weil die alle ganz perfekt zu diesem Sportwunder gepasst haben. Halt ihre Muskeln halt einfach auch, ne? Das ist halt, damn girl. Und du brauchst so eine grauenvolle Brille dazu. Oh ja, sehe ich. Also sie sieht nichts. Ich sehe es ja eigentlich auch nicht. Ist interessant geworden. Kann ich es mir mal genauer angucken? Vor allem wird mir auch gerade schwindelig, weil ich die Brille nicht auf habe. Oh, gosh. Ich möchte es mir gerne genauer ansehen. Spannende Frau. Redet bestimmt die ganze Zeit so. Hallo, ich heiße Natalia. Da denkt nicht mal dran. Dann ist es, denk nicht mal drin. Denk nicht mal drin. Denk nicht mal dran. Oh, ho. Wow. Was habe ich getan? Sie ist Wissenschaftlerin in vielen Bereichen. Ja, sie interessiert sich jetzt auch für Archäologie. Sie ist absolut nicht kokett, deswegen denk nicht mal dran. Ah, 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 no, no, no. Mm-mm. Sie ist ein bisschen bitchy. Warum alle einen Partner, nur ich nicht? Wieso will niemand? Also, aber nur der, den ich will. Also sonst. Und dann ist sie. Nee, zimperlich finde ich nicht. Sie sollte nicht zimperlich sein. Sie sollte durchaus beweisen können, dass sie im Dschungel sehr. Sie geht sehr aktiv ran. Sie ist sehr aktiv. Ne? Die Natalia. Natalia denkt nicht mal so. Finde ich gut. Wow, what have I done? What have we done? Ich bin ja so froh, dass ich nicht irgendwie das hier Blindpick gemacht habe und wir haben zum Schluss das da. Das ist voll lustig. Wow, ist schon ein interessanter Charakter, die Frau. Ah. Mit der haben wir auf jeden Fall Spaß. Die wird auf jeden Fall rocken. Girl, slay girl. Gefällt mir. So, jetzt da die alle fertig sind, werde ich sie dann auch mal online stellen. Ihr könnt die euch in meinem Haushalt über meine Galerie runterladen. Und zwar habe ich ja die ID Vollkornhonig. Einfach ID Vollkornhonig eingeben und dann natürlich auch den Custom-Content aktivieren. Dann findet ihr alles. Meinen ganzen Custom-Content findet ihr auf meinem Tumblr. Der ist ebenfalls verlinkt. Wir sehen uns wieder das nächste Mal bei Die Schlimms 4. Kann man es ja nicht anders sagen. Dann geht es in den Dschungel. Und ich freue mich so drauf, mit Ben durch den Dschungel zu warten und diese Charaktere hier in Action zu leben. Und ja, ihr habt im letzten Part so, oh, wir haben einen Charakter gestaltet, der Kevin ähnlich sieht. Warum wohl das passiert sein mag?